Berlin-Grunewald. Hier wollen sich die Hauptstädte erholen. Doch immer öfter kommt es zu Begegnungen der unheimlichen Art. Zwei stehen auf dem Weg. Da auf dem Weg stehen, da sind sie von. Über 8000 Wildschweine leben inzwischen in Berlin. Immer häufiger treffen Mensch und Tier aufeinander. Und es kommt zu schweren Unfällen. Glücklicherweise kennt diese Rotte den Hundeausfuhrdienst. Und der Hundeführer hat seine Tiere im Griff. Allerdings weiß nicht jeder Waldbesucher, sich richtig zu verhalten. Wenn man da jetzt irgendwas schmeißt oder sich bückt oder ein Hund rennt rüber, dann werden die aufgeschreckt und dann greifen sie an. Oder wenn eins quietscht, ein kleines Ferkel. Und wenn der drum quietscht, dann sind die anderen gleich da. Wenn das am Wochenende ist und so und die Leute die Wildschweine nicht kennen, und die glauben gar nicht, dass so viele Wildschweine hier sind, das wird bestimmt demnächst irgendwas passieren. Wie ein Stern wächst Berlin vom Stadtkern aus in die Natur. Auf grünen Adern entlang der U- und S-Bahnlinien wandert die Tierwelt bis in die City. Einer, der sich mit den tierischen Zuwanderern der Hauptstadt besonders gut auskennt, ist Dirk Ehlert. Er ist der Wildtierbeauftragte des Berliner Senats. Ständig ist er unterwegs, um zu prüfen, ob von Fuchs, Wildschwein und anderen Wildtieren Gefahr für Mensch und Haustier droht. Man sieht natürlich in der Stadt sehr schön, was teilweise unmittelbar an den Parkplätzen so abgeht. Wir befinden uns also auch wieder hier in Berlin und man sieht teilweise, wie nah die Wildschweine rankommen. In Unding mag man meinen, nein, nicht in Berlin. In Berlin ist es fast schon ein ganz normales Phänomen, dass Wildtiere dieser Größenordnung, also Wildschweine, sich aus dem Wald herausbewegen und scheinbar völlig ihre Scheu verloren haben und dann nach Nahrungssuche sind. Und natürlich, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, jetzt ihr Recht einfordern. Sie kriegt von mir allerdings nicht. Man sieht auch sehr deutlich, dass dieses Tier also gefüttert wird regelmäßig und nun sehr überrascht ist, dass sie nichts bekommt. Doch. Es ist Vorsicht geboten. Die Bacher hat ihre Frischlinge dabei. Ja, da sind die Frischlinge alle. Die Bacher geht ein bisschen zurück, aber sie bleibt ganz ruhig. Sie ist nicht mal beunruhigt, sie zeigt also nichts Außergewöhnliches an. Die Frischlinge, die passen auch schon genau darauf auf, was man so alles macht. Man sollte die Tiere jetzt möglichst gut im Auge behalten, aber sie sehen eben auch, wie vertraut mitunter das Verhältnis zwischen Mensch und Wildschwein in der Stadt ist. 8 Frischlinge will die Wildsau hier an der Bushaltestelle durchbringen. Sie hat gute Chancen. Ausflügler und Fahrgäste helfen ihr. Daran kann man sofort messen. Man kann sofort messen, wie die Tiere reagieren und ob sie angefüttert werden. Denn die Bacher ist sehr interessiert scheinbar an allen möglichen Dingen, die denn da rascheln. Und ich finde es unglaublich, dass man nur eigentlich das hier in der Hand haben muss. Und schon kommt das Tier an. Es kriegt aber nichts. Und das ist eine fatale Situation. Sowas kann man natürlich eigentlich überhaupt nicht verantworten. Da weiß man auch sofort, wenn es raschelt, dass zum Beispiel da nicht kein Futter drin ist. Sie ist auch etwas aufgeregt, ich bin es gerade auch. Das ist auch etwas, was man eigentlich nicht tolerieren kann in der Stadt. Wildtiere ja, aber so ein Wildtier, was völlig zahm ist, dürfte es eigentlich nicht geben. Abend wird in Berlin-Zehlendorf, geht kaum ein Mensch noch durch die Straßen. Den Bewohnern ist mulmig zumute. Immer öfter tauchen ungebetene Gäste auf.
schrecklich? Na, wegen den Hunden. Wir haben selber zwei Hunde und wenn wir die hier frei rumlaufen lassen, wenn wir abends rumlaufen, dann haben wir Angst vor denen eigentlich. Wildschweine übernehmen das Regiment am Stadtrand. Also die Wildschweine kommen durch den Wald durch, da hört man sie dann nur und dann laufen sie direkt diesen normalen Weg für die Bewohner hier entlang. Auch in dem Innenhof läuft, sieht man sie laufen, sie kippen dann auch Tonnen um. Sie kommen, wenn es dunkel wird. Eine hungrige Rotte von 30 Wildschweinen. Sie verwüsten auf der Suche nach Nahrung private Grundstücke und öffentliche Grünanlagen. Seit 3-4 Jahren lassen sich immer mehr Borstenviecher in Berlin nieder. Ein Wildtier wurde zum Stadtstreicher. Für viele Anwohner gibt es nur eine Lösung. Na, abschießen. Ja, was anderes gibt es da ja nicht. Da geht man auch rigoros. Ausbildern kann man sie nicht einschläfern. Abschießen. Auch die Nachbargemeinde Kleinmachnow hat ein Problem mit der Invasion der Schweine. Neubausiedlungen verdrängen die Natur. Und für Wildtiere wird's eng. Das ist heute Nacht irgendwann passiert. Und dann steht man morgens auf, guckt raus und kriegt einen Schlag, nicht? Die sind da vorne vermutlich durchgekommen. Da ist der Zaun nicht in Ordnung von dem Nachbarn. Und dann kommen sie da durch. Aber bei uns im Garten waren sie bislang noch nicht. Gut, irgendwann ist man halt dann mal dran, nicht? Genau. Den Kampf gegen die Wildschweinrotten führen die Berliner Stadtjäger seit Jahren. Mehrere Male in der Woche rückt er zur Schädlingsbekämpfung aus. Also man riecht es deutlich, ne? Ganz deutlich, wenn sie sich hier hinstellen. Erst riecht man sie. Also bevor man sie sieht, riecht man sie in der Regel oder man hört sie. Und erst dann sieht man sie. Viele Berliner fühlen sich durch die Schwarzkittel nicht nur belästigt, sondern auch bedroht. Sie fordern eine schnelle Lösung. Doch die Lage scheint aussichtslos. Schießt man aus einer Rotte von 20 Schweinen eins raus, laufen 19 weg. Da unten sind sie. Der Druck auf die Jäger steigt. Sie sollen ein Problem lösen, für das es viele Ursachen gibt. Eins davon ist die hohe Vermehrungsrate. Unter guten Bedingungen kann sich innerhalb eines Jahres die Zahl der Schweine verdreifachen. Kleingartenkolonie Krähenbusch. Seit Wochen dringt eine stetig wachsende Rotte in das Gelände ein. Amateuraufnahmen zeigen die Tiere in Aktion. Hilflos stehen die Menschen den hungrigen Schweinen gegenüber. Hier waren die Schweine auch. Die haben alle roten Erdbeeren abgepflückt, die grünen drangelassen. Aber schön gerade durch die Reihen gegangen, keine Pflanzen beschädigt, nichts. Ich hatte die extra dran gelassen, Tag vorher nicht gepflückt, weil ich ein bisschen mehr haben wollte, waren sie alle weg. Wegewart Manfred Güttler macht Bestandsaufnahme im Garten seiner Nachbarin. Diesen Zaun habe ich gestern ja nun fertig gebohrt. 20 cm eingebuddelt, den Maschendraht, und sind sie heute da durchgemacht. Zwischen den Erdbeeren waren sie hier. Die haben sie natürlich ihr Geschäft gelassen. Ich sag, lassen wir mal liegen. Gut gepflegte Gärten mit Beeten und Grünflächen sind für Wildschweine wie ein Buffet. Hier finden sie Gemüse und Obst, Engerlinge, Würmer und Blumenzwiebeln. Ach, es war schlimm, es war ganz schlimm. Das sah aus wie, ja, es gab keine Stelle im Garten, die nicht irgendwie aufgewühlt war. An manchen Stellen, ich habe gar nicht gewusst, dass ich da auch mal Krokusse hatte oder Tulpen. Längst fühlen sich die Wildschweine in der Stadt heimisch. Die normalerweise eher scheuen Tiere haben sich so an die Menschen gewöhnt, dass sie sich kaum mehr in den Wald zurückziehen.
keiner weiß, wie man sich vor solchen Wegelagerern schützen kann. Ich habe nichts gegen Tiere und man wohnt ja auch hier schön in der Natur und im Grün. Aber über die Schweine ärgere ich mich so sehr. Es ist zu viel. Sie sehen ja, bis 26 laufen nachts hinterm Fenster lang. Die laufen wirklich zwei Säue mit 30 Kindern. Ja. Ein Nachbar filmt die Sauerei von seinem Balkon. Die Wildschweine wühlen in aller Ruhe im Sonnenschein. Ein Villenviertel im Berliner Süden. Hier ist Dirk Ehlert auf der Spur der Schweine. Die Grundstücke grenzen an ein Sumpfgebiet, aus dem die Tiere regelmäßig in die Gärten wechseln. Hier sieht man sehr schön wechseln. Sie ziehen ihre Schnauze hier durch. Man sieht es kaum. Es ist eine kleine Einbeulung. Da ist auch die Hauptwegerichtung deutlich zu sehen, nämlich raus. Es scheint also eine Autobahn für die Wildschweine vom Sumpfgebiet hier in diesem Garten zu sein. Und den nutzen sie natürlich regelmäßig. Und auf der anderen Seite gibt es noch einen zweiten Weg. Für alle Fälle, falls die eine zugemacht wird, dann können sie hier durch. Und wenn man dann morgens durch den Garten geht, stellt man fest, Mensch, die Schweine waren da, wie sind die bloß reingekommen? Hier ist das Ergebnis. Immer weiter dringt das Wild ins Zentrum vor. Der Lärm der Großstadt stört sie schon lange nicht mehr. Uhr, Inforadio, Verkehrsservice. Brandenburg, Vorsicht auf der A115. Zwischen Kreuz Zehlendorf und Kleinmachnow befinden sich Wildschweine neben der Fahrbahn. Bilder, die ein Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit filmt. Die Schweine bleiben auf dem Grünstreifen. Aber es kann auch anders ausgehen. Immer wieder ereignen sich tödliche Unfälle. Die Bache mit ihren 8 Frischlingen lebt seit Jahren im Bezirk Grunewald. Sie hat gelernt, wie sie ihren Nachwuchs sicher über die Straße bringt. Scheinbar sind alle Frischlinge bei der Mutter. Ganz ruhig wartet die Bache, bis die Schaulustigen weiterfahren. Erst dann gibt sie dem Nachzügler ein Kommando. Doch woher kommen die vielen Schweine eigentlich? Eine Untersuchung soll diese Frage klären. Also wir haben jetzt hier mal eine Auswertung bekommen vom Gemeindeamt Kleinmachnow. Da ist eine Hotline eingerichtet. Das haben wir übertragen. Schweinesichtungen innerhalb der letzten Tage konzentrieren sich hier eindeutig auf die Straße an der Stammbahn und das sogenannte Musikerviertel in Kleinmachnow. Sie sehen, jeder rote Punkt ist im Prinzip eine Schweinesichtung. Man sieht hier eine Konzentration. Das heißt, es ist schon eindeutig festzustellen, dass die Schweine sich hier aus dem Berliner Forst Richtung Kleinmachnow drücken und sich hier im Ort auch sehr wohl fühlen. Berlin ist eine grüne Stadt. Die zahlreichen Wälder, Seen und Kanäle sind beliebte Naherholungsgebiete. Etwa 8000 Wildschweine leben in der Hauptstadt, die meisten von ihnen in den Stadtwäldern. Männliche Tiere, die Keiler, können bis zu 150 Kilogramm schwer werden. Weibchen wiegen meist unter 100 Kilogramm.
Wildschweine leben in Familienverbänden mit straffer Rangfolge. Ist die Sozialordnung einer Rotte intakt, synchronisiert die Leitbache die Paarungsbereitschaft aller Weibchen. Diese Geburtenkontrolle ist in der Stadt gestört. Und die Bachen bekommen das ganze Jahr über Nachwuchs. Das Ergebnis? Es kommt zu einer regelrechten Frischlingsschwemme. ...890 Quadratkilometer, Häuserschluchten, Gärten und Grünanlagen. Berlin ist ein riesengroßes Revier. Die tierischen Eindringlinge lassen Dirk Ehlert kaum zur Ruhe kommen. Quer durch die Hauptstadt ist er pausenlos unterwegs. Er kennt einen weiteren Grund, weshalb die Zahl der Schweine steigt. Berliner Wildschweine sind auch relativ schnell geschlechtsreif, schon nach etwa 9 bis 10 Monaten, also unterhalb eines Jahres, sind sie denn schon selber zeugungsfähig. Was dazu führt, dass mitunter auch im Einzelfall in Berlin Frischlinge selber schon als Mutter und offiziell noch als Frischling mit Jungen rumlaufen. Frischlinge sind hier ja ein Jahr lang. Die Literatur sagt, das ist unmöglich. Wir haben aber auch über markierte Wildschweine und selbst in Gefangenschaft in den Gehegen nachweisen können, dass also nach 9 bis 10 Monaten die Tiere teilweise schon trächtig waren. Die Experten sind sich einig. Ein Grund für die Explosion der Wildschweinbestände ist die Klimaveränderung. Ständig steigende Temperaturen wirken sich positiv auf das Fortpflanzungsverhalten der Tiere aus. Und immer mehr Frischlinge überleben die milden Winter. Und ich weiß nicht, ob das den meisten Menschen so klar ist. Die Schweine, wenn sie sich sehr wohl fühlen, vermehren sie sich rasant. Das heißt, wenn zum Beispiel durch Fütterung von Menschen den Tieren zu viel Nahrung zugeführt wird, zeigen sie damit auch dieses Vermehrungsverhalten. Heißt, ich fühle mich wohl, meine Kinder fühlen sich auch wohl, also viele Kinder jetzt zu der jetzigen Zeit praktisch in die Welt setzen. Aber leben die Schweine in der Stadt. Das Gelände eines ehemaligen Krankenhauses in Berlin-Dahlem. Ehlert muss die Rotten im Auge behalten und ihre Bewegungen in der Stadt beobachten. Ja, das ist von gestern. Alles aufgewühlt hier. Hier sind ein bisschen Kompostflächen und die haben natürlich genau an den Stellen nach Nahrung gesucht. Jetzt suche ich nur mal nach verschiedenen Trittsiegeln, nach Spuren. Ich vermute mal, das ist wieder eine ganze Wildschweinrotte gewesen. Ja. Einmal kleinere Trittsiegel, also von Jungtieren und von älteren Tieren, müssen also mehrere gewesen sein in diesem Fall. Jetzt ist nur die Frage, wo die hier sind. Stadtschweine bevorzugen verlassene Grundstücke mit ausreichend Unterholz. Dort können sie Verstecke bauen und sich während des Tages zurückziehen. Das ehemalige Krankenhaus in Dahlem ist ideal. Das Gelände ist unübersichtlich, die Wege überwuchert und kaum noch zu erkennen. Ein Paradies für Wildschweine. Das sind alles Äste von Wildschweinen abgebrochen. Die haben sich hier gemütlich gemacht und sich entsprechend einen schönen, ordentlichen Kessel gebaut. Und vermutlich sind hier sogar die Frischlinge zur Welt gekommen, vor vielleicht 1 oder 2 Monaten. Die können also starke Äste abbrechen mit ihren scharfen Zähnen, daraus ein Nest bauen und unter diesem entsprechenden Gestrüpp dann ihre Jungen zur Welt bringen. Und das auch in einer verlassenen Parkanlage mitten in der Stadt. Also sicherlich gibt es zunehmend auch andere Städte, in denen Wildschweine auftauchen, aber es gibt keine vergleichbare Stadt mir bekannt, die derart viele Wildschweine in dem Stadtzentrum haben wie Berlin. Berlin ist eben die Hauptstadt der Wildschweine.
Inzwischen sind die Stadtschweine so angepasst, dass sie sich durch fast nichts mehr aus der Ruhe bringen lassen. Sie suchen sich die merkwürdigsten Orte, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Wie im vergangenen Jahr im Garten von Herrn Karstner in Berlin-Kladow. Also ich stand da direkt an der Seite und das Wildschwein da an dem Busch. So, und dann hat sie mich so angeguckt und so weiter. Und ich bin ganz still stehen geblieben, hab gedacht, na, mal sehen, was passiert. Da fängt die an, sich hier so einen Haufen zusammenzumachen, legt sich hin und da kam auch schon das erste Junge. Ja. Die hat es nicht hier eilig gehabt. Es wird 2-3 Wochen dauern, bis die Barre den Garten wieder verlässt. Hm. Machst du einen Braten draus? Ja, später. Ich warte noch. Ein Stück müssen sie noch wachsen. Ach so. Mit Wildschweinen im Garten muss jeder Berliner rechnen, der im Grünen wohnt. Oft sind es Jäger wie Hans Divischek, die Anwohner über das Verhalten der neuen Nachbarn aufklären und über Schutzmaßnahmen informieren. Ein stabiler Zaun ist immer noch der beste Schutz. Wildschweine im Garten richten nicht nur Schaden an, sie können auch gefährlich werden. Das Schwein grundsätzlich, wenn es in einen Garten einwechselt, dann hat es immer ein bestimmtes Loch gefunden oder sich geschaffen. Und das nennt man ein Wechsel. Das Schwein wird immer, Geruch hinterlässt auch Duftpartikel, wird immer versuchen und wieder das Loch finden durch eben Geruch und wechselt durch das Loch ein. Wird er aber nachher, wenn man in den Garten geht und das Stück raustreiben möchte und man treibt es in eine falsche Richtung, wo das Loch nicht vorhanden ist, und es wird eingeschränkt in Bewegungsfreiheit, dann passiert, dass die Barre angreift. Besonders die Begegnung Mensch, Hund und Wildschwein kann gefährlich werden. Eva Abel und ihre Schäferhündin Gala haben das erfahren. Ich habe ja nicht damit gerechnet, ich wohne seit 40 Jahren hier, dass die über den See kommen. Das ist auch noch nie passiert und ist eigentlich nur deswegen passiert, weil die sich derartig vermehrt haben, dass die Tiere ja nicht mehr satt werden, die wissen nicht wohin. Wildschweine sind hervorragende Schwimmer, der Schnappschuss eines Nachbarn. Als Eva Abel mit Gala Gassi gehen will, macht sie eine furchtbare Entdeckung. Ich bin mit dem Hund, wollte mit dem Hund spazieren gehen und dann denke ich, was blutet die da so, und bin zurück und habe dann hier im Flur die Bescherung gesehen, ne? Und dann gleich in die Tierklinik. Die Hündin wurde durch einen Keiler schwer verletzt und musste mehrfach operiert werden. In der Tierklinik Düppel kennt man sich mit solchen Verletzungen aus. 3 bis 4 Fälle pro Woche sind die Regel, weiß Helge Linzmann. Das sind relativ tückische Verletzungen durch die Hauer, die die Wildschweine eben haben. Das reißt halt. Das ist nicht wie eine Schnittverletzung, die man von einer Glasscherbe hat oder vielleicht beim Autounfall hat, sondern das ist ein großes Gewebetrauma, was eben durch diese Rissbewegung ausgeübt wird. Neben dem Schock sind auch die Kosten hoch. Einige 1.000 Euro hat Frau Abel für Galas Behandlungen und einen neuen Zaun am See ausgegeben. Viele Spaziergänger im Berliner Grunewald fühlen sich von den umherstreunenden Wildschweinen bedrängt. Ich bin hier lang gegangen. Die Barre, die war unmittelbar hier auf der Seite. Hier vor sich vorbei. Ich drehe mich rum, auf einmal guckt die mich an und nimmt Anlauf. Echt die Flasche genommen. Voll in die Fresse. Volles Rohr. So eine Aktion kann bei einem 120 Kilogramm Keiler in einer Katastrophe enden. Der größte Unterschied zwischen wilden Schweinen und den Stadtschweinen liegt in der unnatürlichen Nähe zum Menschen. Weil die Schweine ständig auf Menschen treffen, haben sie zum Ärger der Förster und Jäger
jede Scheu verloren. Man kann die erziehen, das Schwarzwild. Das ist ein ganz hochintelligentes Tier. Und diese Anpassung an den Mensch verliert es die Scheu, kommt in Ortskern und reagiert auf nichts mehr. Da können Sie mit dem Fahrzeug fahren, hupen, da können Sie Kochtöpfe rausschmeißen, das interessiert die nicht, ja? Die sind dann stetig da, das sind sie gewohnt und kennen das. Die Zahl der Wildschweine, die in bewohnten Gebieten umherstreunen, wird auf 4000 geschätzt. Längst haben die Behörden kapituliert. Ein Zurückdrängen in die Wälder ist nicht mehr möglich. Ja, jetzt sind wir gerade dabei, einer der größeren Rotten vor uns zu haben. Ich halte hier gerade mal rechts an, die an der Haltestelle gleich stehen. Das ist eine Rotte, die besteht etwa aus 30 bis 40 Tieren. Da ist eine starke Überläuferbache mit bei und natürlich die Leitbache als solches, 3 oder 4 Jahre, eine sehr helle ist das. Und die fühlen sich hier natürlich sauwohl. Die kommen gerade aus dem Wald raus, sind jetzt hier an der Haltestelle. Es ist ja auch nachts, hier ist also kein Mensch. Und die versuchen im Augenblick am Straßenrand nach Nahrung zu suchen. Die Jungen sind so etwa 2, 3 Monate alt inzwischen, folgen der Mutter und natürlich auch den anderen sehr wohl. Und die sehen gerade, wo es interessante, leckere Nahrungsgrundlagen am Straßenrand gibt. Eine bekannte Rotte ist, die kommt sogar bis weit ins Stadtgebiet rein und die sind leider sehr zutraulich. Deswegen leider, weil immer wieder Menschen aus falsch verstandener Tierliebe, die genau diese Rotte füttert. Auf der Königsallee in Grunewald sind abends viele Rotten unterwegs. Auch wenn die Schweine nicht zu sehen sind, kann man sie riechen und hören. Die Wärmebildkamera zeigt, wie viele Tiere sich parallel zur Straße im Wald befinden. Auf 1 Kilometer sind es knapp 30. Sollte es an der Straße etwas Fressbares geben, so riechen sie es und kommen aus der Deckung. Dabei bleiben sie immer wachsam. Zurück in den Südwesten von Berlin. Immer weiter expandieren die Bezirke Zehlendorf und Kleinmachnow. Viele Ursachen für den Einzug der Schweine in die Stadt haben die Menschen selbst geschaffen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 92 die Pacht übernommen. Was habe ich dann Freiraum gehabt fürs Wild? Heute sehen Sie nur noch Umgehungsstraße, da sehen Sie Gewerbegebiete, Reiterhöfe, ja, Siedlungsbau. Ja, wo soll das Wild hin? Es nimmt sich doch nicht das Leben, ja, in der Sache, sondern wird sich wieder da woanders konzentrieren. Und dann wird es auffällig, wo es nicht hingehört. Immer weiter dringt das Wild zwangsläufig in die Stadt. In Berlin-Zehlendorf filmt ein Anwohner vom Balkon mit dem Handy diese verwirrte Rotte. Mehr als die Sauen abzudrängen, bleibt der Polizei nicht übrig. Im Großstadtdschungel von Berlin versucht Dirk Ehlert, den Konflikt zwischen Mensch und Wildschwein, der in dieser Dimension völlig neu ist, zu schlichten. Er ist auf dem Weg nach Frohnau. Bei der Suche nach den Sauen findet er eine weitere Antwort auf die Frage, warum die Schweine in die Stadt kommen. Hier riecht's nach Sauenkot. Puh. Dieses Kompost ist natürlich ideal für die Tiere. Ich finde sie gut und reichlich Futter. Das, was sie im Wald nicht so ohne weiteres finden. Das kommt vermutlich aus den benachbarten Kleingarten und Parkanlagen. Da, wo es eigentlich nicht hingehört. Aber will man es nicht kompostieren, das ist so unschick heute. Und erst recht 3, 4 Euro auszugeben für so einen Ökosack, das will man auch nicht. Also bringt man es in den Wald. Du kannst ja verwittern. Und dann wundern sich genau dieselben Leute übrigens, dass dann später die Schweine aus dem Wald angelockt kommen und diese Leckereien riechen und dann vorm Gartenzaun stehen. Für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin auch ein bisschen ärgerlich darüber, zum einen den öffentlichen Park, den öffentlichen Wald so zuzumüllen mit Kompost und zum zweiten sich dann darüber wundern, dass die Sauen aus dem Wald rauskommen. Na klar, warum soll ich im Wald bleiben als Sau, wo es eine Suppe gibt im Vergleich zur Stadt, wo ich Buffet und erste Gängermenü bekomme?
ein Neubaugebiet in Berlin-Wannsee. Auch hier haben die Anwohner ein hausgemachtes Wildschweinproblem. Das Schwarzwild ist im Ortskern anzutreffen, wenn Fraß reichlich angeboten wird. Die kommen ja nicht wegen gut aussehenden Mitbürger oder Staatsbürger. Die kommen, weil sie dort Fraß finden. Wir holen sie ja noch rein aus der Tiefe ihres Tageseinstandes. Die Anwohner nutzen ein verwildertes Grundstück als Kompost- und Müllkippe. Eine ganze Rotte hat sich mittlerweile in der Senke häuslich niedergelassen. Das ist natürlich in der Tat ein Paradies für die Schweine. Denn hier finden sie alles, was sie brauchen. Engerlinge, Würmer, Insekten, Maden, mitunter auch natürlich Kartoffeln, Obstreste, alles, was das Herz begehrt. Und wenn sie das erstmal erobert haben, so ein großer Kompost ist für die sehr lukrativ, dann kommen die jede Nacht oder jeden Tag oder wann auch immer ihr Zyklus es erlaubt, hierher zurück. Man muss also nur warten, dann hat man sie hier irgendwann. Doch wie finden die Sauen solche verwilderten Grundstücke? Schweine können sehr gut riechen. 2-3 Kilometer weit können sie kleinste Sachen riechen, die für uns Menschen kaum wahrnehmbar sind. Und wenn sie denn tatsächlich zum Beispiel sich auf einer Ecke bewegen, wo es kaum Nahrung gibt und dann sowas Leckeres duftend vernehmen, dann gibt es kein Halten mehr. Es ist gleich, als wenn wir hungrig tatsächlich in einem großen Kaufhaus sind und plötzlich irgendwas Leckeres riechen, was ganz frisch gebraten wird. Da wollen wir auch sofort hin und es riechen wir auch über mehrere Etagen. In der Nacht also merke ich, dass da unten ganz schön Betrieb ist. Also da ist eine ganze Menge von diesen Wildschweinen. Und es sind aber nicht nur Wildschweine, es sind also auch andere Tiere da. Es sind Füchse da. Es war mal die Herde von den Mufflons, die im Berliner Wald zu sehen ist oder zu spüren ist. Die sind schon mal hier gewesen. Also es ist hier, ich sage immer, das ist hier mein Privatzoo. Schweine fühlen sich in der Stadt auch wohl, weil einige Unbelehrbare sie füttern. Das ist für Förster Mark Franisch ein riesiges Problem. Immer mehr Beschwerden landen bei ihm. Obwohl es strafbar ist, lassen sich die Schweinefans davon nicht abhalten. Das ist hier so ein wirklich sehr intimer, sehr persönlicher Betreuungsplatz der hiesigen Anwohner für ihre Wildschweine. Es wird im Zweifel alles, was die Küche hergibt, gefüttert. Ich habe an Orten schon gesehen, dass auch süßes und salziges Gebäck den Tieren hingeschmissen wird. Das sind alles Fresser, die nehmen das. Aber es tut ihnen natürlich nicht gut. Es ist, wie Sie sagen, überhaupt nicht artgerecht. Und darauf ist deren Verdauung im Zweifel nicht eingestellt. Und was ich halt leider auch schon gesehen habe, ist, dass die zum Teil unglaublich verfettet, unglaublich überfressen und wahrscheinlich, was den Kreislauf angeht, grenzwertig gestresst und strapaziert umherlaufen. Auch eine Geschichte, die mir dann so ein bisschen in der Seele wehtut, weil ich das, manchmal grenzt das an Misshandlung dieser Tiere, was ihnen da vermeintlich Gutes getan wird. Seit Jahrzehnten füttert diese Frau ihre Wildschweine im Tegeler Forst. Und sie ist nicht die Einzige. Je mehr Futter es gibt, desto höher ist auch die Vermehrungsrate der Schweine. Immer mehr kommen hier aus dem Dickicht. Eine riskante Situation. Hier sind sie schon gewachsen, ja. Ich empfinde es nicht als gefährlich, ja? Aber ich würde hier keine Kinder mitnehmen oder sowas. Ich kenne die von klein auf. Das ist die Führungswache da drüben, ja? Die wechselt gerade ihr Kleid. Und die ist sehr aggressiv, da müssen wir, wenn wir angreifen, sofort die Hände hochnehmen, nicht? Die hier, die haben ja keine Angst, nicht? Einsicht ist von solchen Tierfreunden nicht zu erwarten. Oh, das ist ein bisschen, was ich, da greife ich nicht in die Natur.
da greife ich gar nicht in die Natur. Meines Erachtens, ja. Mhm. Denn das bisschen und diese Natur, ja, nein. Fast 40 Tiere leben in diesem kleinen Waldstück und richten erheblichen Schaden an. Die Anwohner sind auf Försterfranisch nicht gut zu sprechen. Ja, also, wie ich gesagt habe, wann die Schweine hier laufen, da wurde ich fast ausgelacht. Ich weiß nicht, ob Sie das waren oder Ihr Vorgänger. Ich war auch schon hier. Ja, wie gesagt habe, dass Sie zwischen 4 und halb 5 hier vorbeigehen. Da hat der Forstbeamte zu mir gesagt, das kann beinahe gar nicht sein, das gibt's nicht. Nachmittags meinst du? Ja, ja, nachmittags. Die laufen nachmittags hier vorbei. Wenn sie kurz nach 3, wenn sie hier sind, dann fangen die an zu laufen. Wann war das? Ja, die Stelle sehen Sie ja, wo ihr füttert. Ja, ja. Und das ist ja nicht, nur eine Sorte Leute, die hier füttern. Das sind ja, kommen aber von überall. Franusch überzeugt sich persönlich von der Situation. Keine 30 Meter im Wald, schon findet er Schweine und Futterplatz. Die Leitbache und ihre Rotte haben es sich in einem kleinen Wäldchen gemütlich gemacht. Es prägt Traditionen. Das heißt, die Frischlinge, die mit Mama genau das von klein auf praktizieren, vom ersten Tag an hierher zu kommen und hier das Futter einzusammeln, die wissen es natürlich später auch nicht besser, machen das im Erwachsenenalter ganz genauso, bleiben diesem Standort treu, bleiben dieser Tradition treu und geben die an die dann nächste Generation wieder weiter. So, dass solche Traditionen im Grunde, so bitter das klingt, im Zweifel, im Extremfall nur gebrochen werden können, indem man tatsächlich eine solche Population komplett rausnimmt, komplett erlegt. Um einfach dieses Tradieren, dieses Weitergeben dann auch irgendwann zu beenden. Inzwischen gibt es in Berlin an manchen Stellen einen regelrechten Füttertourismus. Bisher haben die zuständigen Behörden nicht eingegriffen. Die Folge des menschlichen Fehlverhaltens: die Wildschweinrotten wachsen weiter und die Schäden werden immer massiver. Wenn es dunkel wird und das Schwarzwild aus seinen Verstecken kommt, treffen sich im Berliner Wald interessierte Bürger zur Wildschweinpirsch. So, wir bleiben hier mal einen Augenblick wieder stehen. Dirk Ehlert auf nächtlicher Großstadt-Safari. Die Führungen sind ausgebucht. Die steht sicherlich oben am Böschungshang und lacht sich halb tot. Ganz intensiv kommt der Gestank runter. Wir hatten sie eben schon knacken hören, aber sie zu sehen. Oh, riechen Sie das? Das ist pur. Das ist, als wenn er auf dem Teller liegt. Oh. Das knackt hier. Das sind die typischen Geräusche. Das knackt. Das ist ein Werk von Wildschweinen. Das ist sozusagen die Apotheke, die sie sich selber immer schälen und immer regelmäßig aufsuchen. Wildschweine sind sehr reinliche Tiere. Das glaubt man erstmal gar nicht, aber sie sind insofern reinig, als dass sie mit ihrem dicken Fell sich auch immer wieder eincremen müssen. Ich durfte übrigens jetzt auch ganz toll imprägniert. Guck mal, hier, das ist mal vom Harz. Riechst du das? Das, ne, muss nicht sagen, dass es toll riecht. Das ist ja auch nur für die Schweine gedacht eigentlich. Also es ist eine Art Imprägnierung. Mich klebt es jetzt ganz schön. Ja, das kommt davon, wenn man da an die Schweinesauerei geht. Berliner Pfaueninsel. Das Gartendenkmal mitten in der Havel gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Touristen. Wildschweine haben hier in den vergangenen Jahren dramatische Schäden angerichtet. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten investierte 10.000 Euro in die Errichtung eines Elektrozauns rund um die Insel, um die Borstenviecher abzuwehren. Solche Lösungen sind aufwendig. Den Berliner Politikern fehlt ein schlüssiges Konzept, um der hausgemachten Plage Herr zu werden. Natürliche Feinde haben Wildschweine in Deutschland nicht mehr.
Groß angelegte Drückjagden in den Berliner Wäldern meidet man aus Sicherheitsgründen und der Angst vor aufgebrachten Tierschützern. Doch nur durch gezielte Bejagung in den Stadtwäldern kann die Schweinepopulation in Berlin nachhaltig dezimiert werden. Sind die Schweine erstmal in der Stadt, ist die Jagd extrem gefährlich und äußerst umstritten. Jagdszenen, die für Jäger und Tierschützer gleichermaßen ein Albtraum sind. Weder haben Polizisten eine Jägerausbildung noch die richtigen Waffen, um die Tiere artgerecht zu erlegen. Für solche Fälle haben einige Jäger die Lizenz, auch in bewohnten Gebieten zu jagen. Eine große Herausforderung, denn nicht nur Wild treibt sich in den Grünanlagen in der Dämmerung herum. Okay. Soll ich irgendwas helfen? Nö, ist alles treiben? Okay. Kann ich. Nur wenige Stadtjäger sind in Berlin zugelassen. Es wird scharf geschossen und jeder Schuss im Ortskern ist ein Risiko. Die sind jetzt dort in diese Schonung rein. Hier wird der Wald ist neu aufgeforstet worden. Und der Wildzaun ist extra gezogen worden, damit die Pflanzen dort in Ruhe nachwachsen können. Und Sie sehen auch hier, die Schweine haben sich auch den Bereich schon wieder erobert. In dem kleinen Stadtpark findet der Jäger eine große Rotte. Erst muss er überprüfen, um was für Schweine es sich handelt. Er kann nicht wahllos irgendein Tier erlegen. Der ehrenamtlich Tätige trägt die volle Verantwortung. Also was man nicht machen darf, ist hier zum Beispiel auf das Muttertier schießen. Das wäre total fatal. Dann hat die Rotte keine Führung mehr. Und die Frischlinge würden völlig unkontrolliert hier rumlaufen und noch mehr Schaden anrichten. Das heißt, die Frischlinge, die brauchen einfach ihre Mama. Das ist wie im wirklichen Leben. Das Problem ist, hier ist alles ziemlich dicht zugelassen. Ich muss A, eine sichere Position haben und natürlich auch eine, wo ich ordentlich treffen kann. Und durch das Gestrüpp kann ich nicht schießen. Ich brauche eine freie Kugelflugbahn. Endlich. Freie Sicht. Die Leitwache schlägt Alarm. Sie wittert Gefahr. Schweine flüchten. Wie so oft ein Fehlschlag. Kein Wunder, dass eine Reduzierung des Bestandes durch Stadtjagd fraglich ist. Eine schnelle Lösung für die Wildschweinplage in Berlin wird es nicht geben. Berg-Ehlert bleibt nur, das Miteinander von Mensch und Tier zu verbessern. Denn bis auf Weiteres wird Berlin Deutschlands Hauptstadt der Wildschweine bleiben. Ihr Einzug scheint endgültig. Der ist nicht mehr rückgängig zu machen. Der ist da und ist jetzt quasi an uns, damit umzugehen, umzugehen zu lernen. Wir müssen auch lernen, mit den Tieren zu leben in der Stadt, bis auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt nicht, dass wir die Tiere auf den Arm nehmen und als Schoßhunde halten. Das sind und bleiben Wildtiere.